Hallo und herzlich willkommen in der Groove-Küche. Ich bin Thomas. Ich bin Marco. Und wir möchten euch in diesem Abschnitt auf der einen Seite uns natürlich kurz vorstellen und auf der anderen Seite zeigen, was ist die Groove-Küche überhaupt und was passiert hier? Was haben wir mit euch hier vor? Ganz genau. Also, es ist schon ein bisschen länger her, da saßen wir zweimal zusammen und kamen irgendwie so ins Philosophieren, so was ist eigentlich die Aufgabe und wie sieht eigentlich eine coole Rhythm Section aus? Dann haben wir uns natürlich erstmal irgendwelche Bandnamen um die Ohren geschlagen und viel Musik gehört und so weiter und so fort. Haben uns dann aber irgendwann selber so die Instrumente geschnappt und Sachen ausprobiert. Und da ist dann halt so die Idee entstanden, das ist ja jetzt schön, wenn wir jetzt hier so in einem Proberaum oder an einem Tisch sitzen und uns einen darüber erzählen, was eine gute Rhythm Section ist. Man könnte das aber auch genauso gut online stellen und in Form von Videos oder Workshops andere mit in diese philosophische Runde mit einbeziehen. So sieht es aus. Natürlich wird hier nicht nur philosophiert, sondern logischerweise auch ganz viel Musik gemacht. Wir beide unterrichten jetzt schon relativ lange im klassischen Einzelunterricht, wie man das kennt, für Musikschulen, in unseren eigenen Studios und so weiter und so fort. Ich selber spiele Gitarre und Bass, Marco die Drums. Und was uns immer so ein bisschen aufgefallen ist, dass Schüler, selbst wenn sie weiter fortgeschritten sind und auch wirklich schon auf einem guten Level spielen können, oftmals nicht so ganz genau wissen, was ist denn jetzt das Entscheidende beim Bandzusammenspiel? Wie muss ich beispielsweise als Bassist oder Gitarrist in einer Band agieren? Worauf kommt es an? Wie komme ich möglichst schnell zum Ziel? Nämlich, naja, ich sag mal so, zum befriedigenden gemeinsamen Musik machen. Und was ist vielleicht auch zu viel? Was sind die guten Gedankengänge und was sind vielleicht Gedankengänge, die in dem Moment, wenn man dann halt eben mit anderen Leuten zusammenspielt, vielleicht gar nicht so wichtig sind. Genau, und dabei ist es völlig egal, ob ich jetzt eigene Songs schreibe und spiele oder ob ich Songs nachspiele, also in der Coverband spiele. Die Vorgehensweise ist gerade für die Rhythm Section halt immer gleich, schlicht und ergreifend. Ich muss eine gewisse Idee haben, ich muss diese Idee spielen können, aber auch meine Kollegen, sage ich jetzt mal, an dieser Idee teilhaben lassen können. Also das heißt, ich muss es auch erklären können. Und es kommt halt gerade in einer Band auf dieses Teamwork an. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt in einer Band nur Diven und Stars habe, sondern ich muss halt ein Team haben, was gut miteinander arbeitet, was aufeinander hört, was sich was zu sagen hat. Ganz also richtig. Normal und musikalisch. Und nur so werde ich dann A, ein gutes Ergebnis erreichen, sprich einen geilen Groove, und B, dann auch relativ schnell dieses Ergebnis erreichen, ohne mich in irgendwelchen komischen Labyrinthen zu verzetteln. Und deswegen heißt das hier Groove-Küche, weil wir euch gerne Rezepte an die Hand geben wollen. Genauso wie es für alle möglichen Dinge im Leben Rezepte, Strategien und Ideen gibt, so gibt es das auch für die Fragestellung, wie kann ich eine Band dahin bringen, dass sie gut zusammenspielt, eben gut im Groove ist. Oder auch, wie beherrsche ich bestimmte Stilrichtungen in der Popmusik? Was sind da so die Merkmale, rhythmisch oder vielleicht auch harmonisch? Und das ist das, was wir beide hier machen wollen, euch die richtigen Rezepte für einen guten Groove an die Hand zu geben, damit es halt in der Band-Performance richtig gut klingt. Ganz genau. Und wie das halt so ist, wenn man kocht, fallen einem immer wieder neue Sachen ein. Oder neue Rezepte werden entdeckt und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Programm wird weiter wachsen. Es werden immer wieder neue Rezepte hinzukommen beispielsweise. Oder wenn ihr Wünsche habt, ein Wunschrezept sozusagen, schreibt uns das ruhig. Egal ob als Mail oder Kommentar oder ähnliches. Oder natürlich, wenn ihr auch sagt, so dieses Rezept hätte ich gerne ein bisschen verändert. Das könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Behaupte ich jetzt mal. Ne? Ist ja gar kein Problem. Und so wird unser
Rezeptbuch, unser Kochbuch, dementsprechend immer umfangreicher und immer größer und abwechslungsreicher. Und schmackhafter. Und schmackhafter, genau. Was jetzt noch ganz wichtig ist, wir zeigen euch hier Möglichkeiten und Rezepte, wie Popmusik oder Rockmusik funktionieren kann. Nicht unbedingt, wie sie ausschließlich funktionieren muss. Hier geht es also um Hilfestellung, dass ihr hier und da mal einen Anker habt oder irgendetwas, woran ihr euch festhalten könnt und dann natürlich darüber eure Kreativität walten lasst und diese Beispiele weiter verändert. Jetzt wünschen wir euch aber natürlich erstmal guten Appetit und guten Groove.